Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Garten mitten im April. Heute schauen wir mal, was außerhalb der Beete an gesunden Wildkräutern und Heilpflanzen so zu finden ist für einen frischen Tee. Und wir sammeln uns im Beet, im Gewächshaus und von der Wiese noch einen frischen Wildkräutersalat. Der Salbei ist winterhart und hat wieder richtig gut ausgetrieben, sodass wir auch hier frische Blätter schon wieder ernten können. Der Salbei ist sehr wertvoll für die Hausapotheke. Nicht umsonst heißt es, hast du Salbei im Garten, müssen die Ärzte warten. Dasselbe gilt für die echte Kamille. Da kann man den ganzen Sommer über immer mal wieder Blüten sammeln zum Trocknen für den Wintervorrat. Und auch die Taubnesseln sind richtig wertvolle Vital- und Heilpflanzen. Sowohl die purpurrote Taubnessel als auch die Goldnesseln oder auch die weiße Taubnessel. Ich habe hier auch die silberblättrige Goldtaubnessel bei mir im Garten etabliert. Die sieht nicht nur hübsch aus, sondern hat auch besonders viele wertvolle Inhaltsstoffe für uns. Auch der wilde Hopfen treibt jetzt wieder frisch aus und klettert hier die Bäume empor. Und auch den Bärlauch habe ich hier im Garten angesiedelt. Die gehen jetzt so langsam in die Blüte. Bei dem schönen Wetter der letzten Tage ist ja alles richtig gut ins Wachstum gekommen. Deswegen haben wir jetzt schon mal den oberen Teil des Gartens gemäht. Wir mähen nie alles auf einmal ab, damit immer noch genügend Futter für die Bienen und die anderen Insekten stehen bleibt. Und da es die nächsten Tage nochmal Frost geben wird, sind jetzt auch viele der Anzuchtplatten, die schon draußen standen, erstmal wieder ins Gewächshaus gewandert. Wenn hier die Sonne reinscheint, wird das für manche der Kulturen fast schon wieder zu warm. Aber auf jeden Fall bis Montagmorgen haben wir nochmal ordentlich Nachtfröste angesagt. Deswegen stelle ich die jetzt hier geschützt rein und werde die auch in den Nächten, wo es so richtig kalt wird, hier nochmal mit so einem Gärtnervlies abdecken. Einige Kulturen können die Kälte auch gut aushalten, wie der Porree oder auch die Asiasalate, die in der Voranzucht stehen. Die lasse ich einfach draußen unter den Bäumen, die schützen nämlich auch schon ein bisschen. In dem überdachten Hochbeet hier drin sind jetzt noch die Radieschen drin, verschiedenste Salatsorten, verschiedene Beeten und hier hinten auch noch der Knoblauch. Hier habe ich alles recht eng gepflanzt, um das so zum Start der Saison alles wie Pflücksalate zu behandeln. Das heißt, das lasse ich hier nicht zu großen Salatköpfen werden, sondern zupfe mir einfach immer ein paar Blätter von den Pflanzen ab. Und hier wandern dann in wenigen Wochen die Chilis und ein paar Paprikapflanzen rein. Und die Lücken werden dann wieder mit kleineren Kulturen aufgefüllt, die auch die Sommerhitze hier drin gut aushalten können. In dem kleinen Beet vorm Gewächshaus nimmt die Zitronenmelisse wieder allen Platz ein, den sie bekommen kann. Hier stehen auch noch dazwischen ein paar Rucola-Pflanzen, Schnittlauch und verschiedene Kräuter. Der Lavendel treibt jetzt auch wieder richtig schön aus. Den hatte ich im Herbst nochmal ordentlich zurückgeschnitten. Und eine meiner Lieblinge macht sich auch hier breit, die Gundelrebe mit ihren hübschen violetten Blüten. Das ist ein wunderbar würziges Küchenkraut, das man im Grunde das ganze Jahr über finden und nutzen kann. Aber jetzt in der Blüte ist die Gundelrebe besonders aromatisch. Daneben hat sich der Liebstöckel, das Maggi-Kraut, seinen eigenen Platz gesucht und kommt hier jedes Jahr sehr verlässlich wieder. Auch da kann ich sehr viel mehr ernten, als wir selbst verbrauchen können. Und eine der wichtigsten Pflanzen für die Hausapotheke, für den Gärtner und vor allem auch für die Insektenwelt ist natürlich die Brennnessel. Auch die kann frisch mitgegessen werden oder man macht Brennnesselchips daraus. Man kann sie wie Spinat kochen oder sie einfach frisch oder getrocknet mit in den Tee oder das Vitalwasser geben. Und wenn man sie von unten greift, brennt da auch nichts beim Pflücken. Hier mitten im Beet hat sich die Schafgarbe angesiedelt. Und sie darf hier auch weiter wachsen, denn von ihr habe ich noch viel zu wenig im Garten. Die jungen Blätter können wir einfach mitessen im Salat oder sie mit in den Tee oder in das Vitalwasser geben. Und die Blüten sind später ein ähnlich wertvolles Heilmittel wie die der Kamille. Und was blüht hier? Der Feldsalat. Den werde ich hier noch abernten, denn der wächst an verschiedenen Ecken und an einer anderen lasse ich ihn von selber einfach aussamen, sodass ich da selber keine Samen mehr kaufen brauche und das ganze Jahr über Feldsalat wächst. Unseren Grünschnitt heben wir auch gut auf, mit dem wird später gemulcht, damit dann hier kein Fleck Erde mehr offen liegen bleibt. Auch das Rhabarberfeld, das wir hier mit Haus und Grund übernommen haben, ist jetzt wieder ordentlich am Wachsen. Da können wir auch bald in den ersten Schwung der Ernte gehen. Mein Birnenbaum ist hier schon verblüht und ich habe die Hoffnung, dass die Früchte, die jetzt schon angesetzt sind, den Frost vielleicht etwas besser überstehen, als es die Blüten getan hätten. Habt ihr eigentlich noch Rasen oder habt ihr schon Wiese? Auf meiner Wiese entdecke ich hier auf dem kleinsten Fleck schon über 3 sehr wertvolle Heilpflanzen. Die Gundelrebe, das Gänseblümchen und der Spitzwegerich. Jede der 3 hat in meinem Buch ein eigenes Kapitel verdient. Darin erfährt man, wie 30 Heilpflanzen aus Natur und Garten wirken, wie sie angewendet werden und was man aus ihnen so Schönes herstellen kann.
In meinem Video zu diesem neuen Buch könnt ihr auch noch an der Verlosung teilnehmen. Die geht bis 30. April. Und natürlich packe ich euch den Link zum Buch auch hier in die Videobeschreibung. An meiner Mauer habe ich auch die verschiedensten Arten von Minze angesiedelt. Zur Minze kommt jetzt noch eine frische Triebspitze der Zitronenmelisse. Das sieht man schon an der Wuchsform, dass die zur selben Familie gehören. Hier in meinem Steinbeet sind ein paar mediterrane Pflanzen, unter anderem auch der Thymian. Und von dem kommen jetzt auch ein paar Stängel mit. Auch diese Pflanzen haben ein eigenes Kapitel in meinem neuen Buch. Eine Gundelrebe habe ich ja auch noch mit dazu gepflückt und diese Handvoll frische Kräuter wird nachher zu einem Wildkräutertee. Frischen Salat gibt's heute auch noch, dafür nehme ich ähnliche Sachen mit. Zuallererst mal etwas von der Gundelrebe. Die ist sehr lecker, würzig, aromatisch und eine gute Alternative aus der Natur, bevor man Petersilie im Supermarkt kauft. Und auch die Zitronenmelisse kommt mit in die Salatschüssel. Einen Meter weiter wächst der echte Dost. Wir nennen ihn auch Oregano. Auch der hat ein eigenes Kapitel in meinem Heilkräuterbuch verdient. Auch vom Schnittlauch zupfe ich mir jetzt noch ein paar frische Stängel. Der ist wahnsinnig gesund. Er ist immerhin auch verwandt mit der Zwiebel und dem Knoblauch. Daneben stehen die Posteleien. Die haben hier ganz tapfer überwintert und gehen jetzt auch in ihre Blüten. Die sind richtig erfrischend und knackig und davon kommt auch eine gute Handvoll mit in die Salatschüssel. Die vermehren sich auch gerne mal in Massen, wenn man sie aussamen lässt. Und hier habe ich noch ein Feld einer wahnsinnig unterschätzten Pflanze. Das ist die Gartenkresse. Wenn man sie in Erde sät und einfach mal groß werden lässt, hat es eine gute Konkurrenz zum Rucola. Hier wächst die wilde Rauke. Auch die hat den Winter hier draußen ganz alleine überstanden. Und die können wir jetzt großzügig ernten, ohne dass es hier auffällt, dass man überhaupt etwas geerntet hat. Die wilde Rauke und auch die Kulturform, den Rucola, habe ich jetzt auch nochmal frisch ausgesät, damit das ganze Jahr über zu den frischen Tomaten dann auch Rucola zur Verfügung steht. Im Freiland sind ein paar kälteresistente Kopfsalate gepflanzt. Das hier ist die Sorte Forellenschluss. Klingt komisch, heißt aber so. Auch die behandle ich jetzt einfach wie Pflücksalate und wenn mir das Ganze dann über den Kopf wächst, werden hier auch mal ganze Köpfe geerntet und auch in der Nachbarschaft verteilt. Hier treibt das Winterbohnenkraut frisch aus. Auch das ist mehrjährig, winterhart und kann bald wieder frisch beerntet werden. Auch das hat ein eigenes Kapitel in meinem Buch verdient. Und hier sehen wir das Barbarakraut, die Winterkresse, das jetzt in die Blüte geht. Aber auch da nehme ich noch ein, zwei Blätter mit. Ein paar Blüten von der Wiese können auch mit hinein, zum Beispiel das Gänseblümchen oder auch der Löwenzahn, denn der ist auch in allen Teilen essbar. Das bringt nicht nur Geschmack, sondern auch etwas fürs Auge in den Salat. Noch dazu sind diese Blüten natürlich wahnsinnig gesund für uns. Vom Feldsalat kommt noch was mit rein. Das ist eher Füllstoff, der etwas milder schmeckt, damit der ganze Salat nicht allzu scharf gerät. Hier wächst ein Winterkopfsalat. Der steht tatsächlich auch hier ungeschützt seit dem letzten Herbst im Freiland. Auch da kann man außenrum die Blätter bereits abernten und der Salat wächst trotzdem weiter zu einem Salatkopf heran. Der Spinat stand ja auch über den ganzen Winter und natürlich können da auch einzelne Blätter frisch mit in den Salat. Auch der schmeckt recht mild und dient in diesem Fall eher als Entschärfer. Hier stehen noch Winterheckenzwiebeln, natürlich auch seit dem letzten Jahr. Die wollen bald in die Blüte gehen, auch da können wir einzelne Zwiebelröhren jetzt ernten und noch mit in den Salat geben. Für den Kräutertee nehme ich so eine kleine Handvoll frische Kräuter, gebe die in eine große Tasse. Hier passen 250 Milliliter rein. Um die besten Inhaltsstoffe in den Kräutern für uns zu bewahren, sollte das Wasser beim Aufbrühen nicht mehr ganz kochen. Deswegen lasse ich den Wasserkocher dann noch eine Minute stehen, bevor ich das Wasser aufgieße. Und um zu verhindern, dass gute ätherische Öle mit dem Wasserdampf davonfliegen, sollte man die Tasse auch abdecken. Und die Tropfen, die sich dann am Deckel bilden, sollten zurück in die Tasse tropfen, damit wir alle guten Inhaltsstoffe der Pflanzen für uns aufnehmen können. Ziehen lässt man das Ganze je nach gewünschter Intensität so zwischen 5 bis 7 Minuten. Während der Tee abkühlt, wasche ich den Salat gut ab, schneide ihn klein und das gibt's bei uns als Beilage, zum Beispiel zu den gebratenen Nudeln oder zu Bratkartoffeln. Dann braucht's nicht mal ein Dressing. Ja, ihr Lieben, wenn ihr auch Lust habt auf Kräuter aus dem Garten und der Natur für eure Küche und die Hausapotheke, dann schaut doch gern mal in mein neues Buch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit im Grünen und bis zum nächsten Video. Tschüss!